Kochen 2.12.2017 mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube-Video, Forellenfilet und Sahne, vor der Verarbeitung gut durchkühlen. Das Forellenfilet in kleine Würfel schneiden. Die Forellenwürfelchen mit der Sahne und dem Ei im Mixer pürieren mit Salz, Zitronensaft und Pfeffer würzen. Die Fischmasse im Kühlschrank eine Stunde ruhen lassen. Spargel von oben nach unten schälen. Schalen und holzige Stücke sorgfältig entfernen, die Köpfe aber nicht verletzen. Spargelenden und Schalen beiseite stellen. Den Spargel in etwa 3 cm lange Stücke schneiden. Wasser mit Salz, Zucker und 1 Esslöffel von der Butter zum Kochen bringen, Spargelenden und Schalen hinzufügen, zum Kochen bringen, etwa 20 Minuten kochen lassen. Die Spargelflüssigkeit durch ein Sieb gießen. Die Spargelstücke hineingeben, zum Kochen. Für die Fleischklößchen 200 Gramm Tatar, 2 Esslöffel Butter, 1 Eigelb Semmelbrösel, 1 Esslöffel fein gehackte Petersilie, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, geriebene Muskatnuss. Für die Suppe 750 Gramm Spargel, 250 Gramm Champignons, 1 Bund Suppengrün, 3 Frühlingszwiebeln, 3 Esslöffel Butter, 1 i Fleischbrühe, 3 Esslöffel Creme Fraiche, 4 Esslöffel gehackte Kerbelblättchen, 14 für die Fleischklößchen Tatar mit Butter, Eigelb, Semmelbröseln und Petersilie zu einer Masse verkneten, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und aus der Masse Klößchen formen. Für die Suppe den Spargel schälen, die Enden abschneiden, den Spargel waschen, abtropfen lassen und in etwa 3 cm lange Stücke schneiden. Champignons putzen, waschen und in feine Scheiben schneiden. Suppengrün und Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Butter in einem Topf zerlassen, Suppengrün und Zwiebelstreifen darin leicht andünsten. Fleischbrühe hinzugießen und zum Kochen bringen. Die Spargelstücke hineingeben, nach etwa 10 Minuten die Champignons und die Klößchen dazugeben und etwa 5 Minuten, bei schwacher Hitze. 1 Kilogramm Spargel, 375 Milliliter, Klammer auf 3 Achtel i Klammer zu, Wasser, 1 türkische Lira, Salz, Zucker, 1 Esslöffel Butter für die Soße, Bearnaise, 100 Gramm Butter, 1 kleine Schalotte, 4 Esslöffel, feingehackte gemischte Kräuter, zum Beispiel Estragon, Petersilie, 2 türkische Lira, Estragonessig, 2 Esslöffel Weißwein, 2 Eigelb, Salz, etwa 10 zerdrückte schwarze Pfefferkörner, Zitronensaft, 16 Spargel von oben nach unten schälen, dabei darauf achten, dass die Schalen vollständig entfernt, die Köpfe aber nicht verletzt werden. Die unteren Enden gerade und alle Stangen möglichst gleich lang schneiden, Klammer auf holzige Stellen vollkommen wegschneiden, Klammer zu. Den Spargel waschen, in Portionen bündeln. Wasser mit Salz, Zucker und Butter zum Kochen bringen, den Spargel hineingeben, zum Kochen bringen. Den Spargel in etwa 20 Minuten gar kochen lassen. Den garen Spargel mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Kochwasser herausnehmen, auf eine vorgewärmte Platte legen, die Fäden entfernen. Für die Soße die Butter zerlassen, etwas abkühlen, Lars Senior die Schalotte abziehen, würfeln. Schalottenwürfel, 3 Esslöffel Kräuter, Essig und Wein, zum Kochen bringen, etwa 5 Minuten kochen, Lars Senior die Masse durch ein Sieb streichen. Den Sud mit dem Eigelb im Wasserbad so lange schlagen, bis die Masse dicklich ist, Klammer auf Foto 1 Klammer zu. Die Hitze reduzieren, die abgekühlte Butter langsam darunter schlagen, Klammer auf Foto 2 Klammer zu. Die Soße mit Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abschmecken. Die restlichen Kräuter unterrühren, Klammer auf Foto 3 Klammer zu. Die Soße eventuell im Wasserbad warm halten. Die Soße Bearnaise über die Spargelstangen gießen. 500 Gramm Spargel pro Person, 5 Gramm Butter, je eine Prise Salz und Zucker, etwa 125 Milliliter, Klammer auf 1 Achtel i Klammer zu, Wasser pro 500 Gramm Spargel, 50 Gramm gekochter Schinken pro Person, 50 Gramm roher Schinken pro Person, für die Buttersoße 50 Gramm Butter pro Person, für die Kratzete 150 Gramm Weizenmehl, 375 Milliliter, Klammer auf 3 Achtel i Klammer zu, Milch, Salz, 4 Eier, 65 Gramm Butter, 18 Spargel von oben nach unten schälen, dabei darauf achten, dass die Schalen vollständig entfernt, die Köpfe aber nicht verletzt werden.
die unteren Enden gerade und alle Stangen möglichst gleich lang schneiden, Klammer auf holzige Stellen vollkommen wegschneiden, Klammer zu. Den Spargel waschen, in Portionen bündeln. Wasser mit Salz, Zucker und Butter zum Kochen bringen, den Spargel hineingeben zum Kochen bringen. Den Spargel in etwa 20 Minuten gar kochen lassen. Den garen Spargel mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Kochwasser herausnehmen, auf eine vorgewärmte Platte legen, die Fäden entfernen. Buttersoße die Butter zerlassen, aber nicht bräunen lassen. 750 Gramm weißer Spargel, 375 Milliliter, Klammer auf 3 Achtel E, Klammer zu, Wasser, eine türkische Lira, Salz, Zucker, 1 Esslöffel, Butter, 250 Gramm gekochter Schinken in Scheiben, ohne Fettrand, 2 Esslöffel Kach und nefreiche Salz, frisch gemahlener Pfeffer, abgeriebene Schale von einer Zitrone, Klammer auf unbehandelt, Klammer zu, 2 bunt fein geschnittener Schnittlauch, 8 Scheiben Toastbrot, Butter, 80 Gramm geriebener Emmental, 22 Spargel von oben nach unten schälen, alle Stangen möglichst gleich lang schneiden, den Spargel waschen, in Portionen bündeln, Wasser mit Salz, Zucker und Butter zum Kochen bringen, den Spargel hineingeben zum Kochen bringen, den Spargel in etwa 15 Minuten gar kochen lassen. Den garen Spargel mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Kochwasser herausnehmen, auf eine vorgewärmte. Die Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Vom Spargel das untere Drittel schälen, harte Enden entfernen. Den Spargel in Stücke schneiden. In einem Topf das Öl erhitzen. Die Lauchzwiebeln den Milchreis und den durchgepressten Knoblauch kurz unterrühren, andünsten. Die Brühe zugießen, den Spargel zufügen. Nach dem Aufkochen einmal umrühren, 20 Minuten bei schwacher Hitze garen, zwischendurch umrühren. Zuletzt die Butter und den Käse vorsichtig untermischen, mit Pfeffer würzen. Basilikum waschen, trocken tupfen, die Blättchen von den Stängeln zupfen und hacken. Das Risotto mit gehacktem Basilikum bestreuen. Weißbrot entrinden und der Länge nach in Scheiben schneiden. Butter zerlassen, die Weißbrotscheiben damit beträufeln und eine Pie- oder Tortenform, Klammer auf Durchmesser 22 cm, Klammer zu, damit auslegen. Den Spargel sternförmig darauf anordnen, Schinken in kleine Würfel schneiden und über den Spargel streuen, die Eier mit Milch, Schlagsahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Käse verschlagen, über die Spargeltorte gießen, die Form auf dem Rost in den Backofen schieben, Ober-Unterhitze, etwa 200, Klammer auf vorgeheizt, Klammer zu, Heißluft, etwa 180, Klammer auf nicht vorgeheizt, Klammer zu, Gas, Stufe 3 bis 4, Klammer auf vorgeheizt, Klammer zu, Backzeit, etwa 15 Minuten. 12 Stangen gekochter grüner Spargel, 4 große Scheiben gekochter Schinken, 4 kleine Tomaten, 250 Gramm Butterkäse, Butter zum Fetten, der Form 54, je 3 Stangen Spargel in eine Schinkenscheibe wickeln und in eine gefettete Auflaufform legen. Die Tomaten waschen, abtrocknen, die Stängelansätze her ausschneiden, die Tomaten in Scheiben schneiden und auf die Schinkenröhrchen legen. Den Käse in Würfel schneiden, über die Röhrchen und die Tomatenscheiben geben und die Form auf. Spargel nur am unteren, weißen Ende schälen. Die unteren Enden gerade und alle Stangen möglichst gleich lang schneiden, Klammer auf holzige Stellen vollkommen wegschneiden, Klammer zu. Den Spargel waschen, in Portionen bündeln, Wasser mit Salz, Zucker und Butter zum Kochen bringen, den Spargel hineingeben zum Kochen bringen. Den Spargel in etwa 15 Minuten gar kochen lassen. Den garen Spargel mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Kochwasser herausnehmen, auf eine vorgewärmte Platte legen, die Fäden entfernen. Die Entenbrustfilets unter fließendem kaltem Wasser abspülen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Olivenöl in eine Pfanne heiß werden lassen. Bei starker Hitze erst die Hautseite, dann die andere Seite anbraten. Bei mittlerer Hitze insgesamt 12 Minuten auf beiden Seiten weiterbraten. Die Filets aus der Pfanne nehmen, in Alufolie einwickeln und mindestens 5 Minuten ruhen lassen. Die Grapefruits so schälen, dass die weiße Haut mit entfernt wird und filetieren. Für die Marinade Essig und Chili verrühren, langsam das Öl darunter schlagen, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Den Kabel abspülen, trocken tupfen, Blätter zum Garnierer beiseite legen.
den Reis, Chen Kabelhacken, Z-Marinade geben, den warmen Spargel OC die Grapefruitscheibe her der Marinade mischen und anrichten, die Entenbrustfilets aufschneiden und dem Salat servieren, die Teller mit dem Kabelblatt, Chen garnieren. Kilogramm grüner Spargel 375 Milliliter, Klammer auf 3 Achtel I, Klammer zu, Wasser 1 türkische Lira, Salz, Zucker 1 Esslöffel, Butter 10 dünne Scheiben, Parmaschinken 150 Gramm frisch geriebene Parmesan, 3 Eier, 40 Gramm Weizenmehl, 30 Gramm Butterflöckchen, 50 Spargel nur am unteren weißen Ende schälen. Die unteren Enden gerade und alle Stangen möglichst gleich lang schneiden, Klammer auf Holz, Gestellen vollkommen wegschneiden, Klammer zu. Den Spargel waschen, in Portionen bündeln, Wasser mit Salz, Zucker und Butter zum Kochen bringen, den Spargel hineingeben zum Kochen bringen, den Spargel in etwa 15 Minuten gar kochen lassen. Den garen Spargel mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Kochwasser herausnehmen, auf eine vorgewärmte Platte legen, die Fäden entfernen, abkühlen lassen, die Spargelstangen in Parmaschinken einrollen, die Eier verschlagen, mit dem Parmesan vermischen, die Schinkenröllchen in Mehlwälzen durch die Eiermischung ziehen. 1 Kilogramm grüner Spargel 375 Milliliter, Klammer auf 3 Achtel I, Klammer zu, Wasser 1 türkische Lira, Salz, Zucker 1 Esslöffel, Butter für die Soße, Muslinge 100 Gramm Butter, 2 Eigelb 1 türkische Lira, Zitronensaft, Salz, etwas Zucker 100 Milliliter, Schlagsahne 1,5 Teelöffel, grüne Pfefferkörner 150 Gramm, geschälte Garnelen 38, Spargel nur am unteren Ende schälen, gerade schneiden und waschen, in Portionen bündeln, Wasser mit Salz, Zucker und Butter zum Kochen bringen, den Spargel hineingeben zum Kochen bringen, den Spargel in etwa 15 Minuten gar kochen lassen, den garen Spargel mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Kochwasser herausnehmen, auf eine vorgewärmte Platte legen, die Fäden entfernen, mit Alufolie abdecken und warm stellen. Den Spargelsud bei großer Hitze auf etwa 3 Esslöffel Eier kochen lassen, etwas abkühlen lassen. Butter zerlassen, etwas abkühlen lassen. Eigelb mit Zitronensaft und etwas Salz verrühren, den Spargelsud zugeben und in Wasserbad so lange schlagen, bis die Masse dicklich ist. Die Schüssel aus dem. Den wilden Reis etwa eine Stunde in kaltem Wasser einweichen. Die Schalotten abziehen, hacken. Die Butter und das Öl in einem großen Topf zerlassen, die Schalotten darin hellgelb andünsten, den Weißwein dazugießen, den abgegossenen wilden Reis hinzufügen, etwas Geflügelbrühe aufgießen und etwa 15 Minuten kochen lassen, dann den Risotto-Reis und den Rest der Geflügelbrühe dazugeben, weitere 10 Minuten leicht kochen lassen, Ährenspargel waschen, nicht schälen, nur die unteren Enden etwa 1,5 cm abschneiden. Die Mocheln mehrmals gründlich waschen, der Länge nach halbieren, in ijendem Wasser blanchieren, etwas abkühlen lassen, in der Butter kurz braten, Mocheln und Ährenspargel. Spargel von oben nach unten schälen, dabei darauf achten, dass die Schalen vollständig entfernt, die Köpfe aber nicht verletzt werden. Den Spargel in Stücke schneiden, holzige Stellen vollkommen wegschneiden, den Spargel waschen. Wasser mit Salz, Zucker und Butter zum Kochen bringen, den Spargel hineingeben zum Kochen bringen, den Spargel in etwa 15 Minuten gar kochen lassen, den garen Spargel mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Kochwasser herausnehmen, gut abtropfen lassen, Eisbergsalat putzen, in Streifen schneiden waschen, Kartenschinken in Streifen schneiden, Melonen halbieren, Kerne herausschaben und das Fruchtfleisch mit einem Kugelausstecher herauslösen, Salatzutaten vermengen und in den Melonenhälften anrichten. Je 1 Kilogramm weißer und grüner Spargel 750 Milliliter, Klammer auf 3 Viertel I, Klammer zu, Wasser, Salz, Zucker 1 Esslöffel, Butter 1 türkische Lira, Zitronensaft, für die Soße auf Malteiser Art 30 Gramm Butter, 20 Gramm Weizenmehl, 1 Blutorange, 100 Milliliter Schlagsahne, 1 türkische Lira, Orangenlikör, frisch gemahlener weißer Pfeffer, 24 Spargel waschen. Den Weißspargel vorsichtig von oben nach unten mit einem Sparschäler schälen, Klammer auf Foto 1 Klammer zu, und die Enden abschneiden.
den grünen Spargel nur am unteren Teil der Stangen schälen, Klammer auf Foto 2 Klammer zu, und die Enden abschneiden, Wasser in einen ovalen Topf mit Einsatz geben, Salz, Zucker, Butter und Zitronensaft hinzufügen und zum Kochen bringen, den Spargel auf durch ein Sieb geben, die Hälfte des Saftes mit der Sahne und dem abgemessenen Spargelkochwasser in einen Topf geben, vorsichtig erhitzen, die Mehlbohnen dazugeben und alles unter ständigem Rühren 5 bis 7 Minuten leicht köcheln lassen, den restlichen Orangensaft und den Orangenlikör hinzufügen, die Soße mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken und mit dem Spargel servieren. Tipp: als Beilage zu feinen Fischgerichten wie gedünsteten Seezungenröllchen reichen. Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken, Milch mit Salz und Eiern hineingeben, mit den Rührbesen des Handrührgerätes zu einem glatten, recht dünnen Teig verrühren, wenig Butter in eine Pfanne erhitzen, so viel Teig hineingießen, dass der Boden gerade bedeckt ist, den Teig wie für einen Pfannkuchen auf einer Seite goldgelb backen, dann umwenden und mit Gabel und scharfes Esslöffel in kleine Streifen zerreißen. Den zerkratzten Teig schwenken und ganz knusprig backen, warm stellen, bis alle 4 Portionen fertig sind, Soße Hollandaise Butter zerlassen, etwas abkühlen lassen, Eigelb mit dem Weißwein im Wasserbad so lange schlagen, bis die Masse dicklich ist, die Schüssel aus dem Wasserbad nehmen, die etwas abgekühlte Butter langsam darunter schlagen, die Soße mit Zitronensaft, Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Soße Béarnaise, Zubereitung der Soße Béarnaise, siehe Seite 16-17, Soße Maltaise, die Butter zerlassen und abkühlen lassen, Orangen- und Zitronensaft, Pfefferkörner und Schalotte in einer Kasserole fast vollständig eindünsten und erkalten lassen, Senior kaltes Wasser und die Eigelb mit der Schalottenmasse vermengen, das Gemisch im Wasserbad so lange schlagen, bis die Masse dicklich ist, aus dem Wasserbad nehmen. Die Butter langsam nach und nach unterschlagen, mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken, die Orangenschale unterziehen.